Mit dem ersten Mercedes SLS vom Primadoc-Team Heiko. Andreas Zuber, dort der Pilot, der das Auto mit der Startnummer 34 in die dritte Startposition hineinkatapultieren konnte. Und ihm zur Seite gestellt ist dann der Abt Sportsline Audi R8 von Christopher Mies, dem Startfahrer im Auto mit der Startnummer 3, Audi R8. Hier wird er übrigens dann von Luca Ludwig nach der Rennhälfte abgelöst, während bei Andreas Zuber Lance David. Die Fahrerpaarung in der Form ist in diesem Auto neu und sie haben sich sofort bestens bewährt und sind auf Platz 2 gefahren mit einem, wie schon erwähnt, tolles Manöver in der letzten Runde. Und ja, die beiden Schuttbrüder Johannes und Ferdinand. Johannes beginnt diesen Stint, diesen Turn unterwegs, ebenfalls im Reiter Lamborghini, und hatten aber gestern wirklich viel Pech, muss man ganz klar sagen. Erst Pech, da kam auch Unglück dazu. Und bis sie eben halt dann ärgerlicherweise mit der Stop-and-Go-Strafe belastet wurden, weil man etwas zu früh auf der Box war. Startnummer 16, Startnummer 7 aus der 16. Startposition nach vorne geht für die beiden. Der Rückerstätte übergeben an Andreas Simonsen. Gleich sehen, wie das Feld dort unten in die Hotelkurve einbiegen wird. Und auf geht's, zweiter Lauf der Saison 2011. ADAC Diplomat. Auf jeden Fall ist einer ganz Frontschraube. Derzeit da vorne unterwegs sind. Kechele und Cox auf den ersten beiden Positionen und auch dahinter Christopher Mies, der, so wie es aussieht, auch keinerlei Probleme trotz dieses Anschlagens hinten rechts mit sich hat. David Arnold bzw. Andreas Zuber, der ja momentan dort am Roland-Kohle. Thank you.
sich über den Peter Krux, der es im Moment sogar im ganz zeitlichen absetzen kann, an Mara Heiß. Das ist nicht ganz so schwer, aber trotzdem ist es natürlich dann noch viel Druck, der da eventuell auf den Marc Hayek, den Schweizer, dann lastet. Also das Schneefettchen hat ausgefockt. Also, das ist warum das Auto, ich sag jetzt mal, abbaut oder wie auch immer, vielleicht auch ein bisschen Luftdruck nachjustieren oder man muss halt schauen, dass sie nicht in Luftdruck prüfen werden, das tun sie auch gerade. Absolut, da gibt es auch keine zwei Meinungen drüber. Wie gesagt, im Augenblick also Pitstop-Fenster geöffnet. Das wird noch 3,5 Minuten lang spätestens in der nächsten Runde reinkommen müssen. Und er bleibt noch eine Runde draußen. Da gibt es also noch keinen Stop, den er absolvieren wird. Ist halt im Augenblick nach wie vor an der Spitze. Und stoppt noch rein. Sekunden oder beziehungsweise die optimale Zeit abliefern. Es ist manchmal wirklich, wie gesagt, emotional gefühlt, dauert das tierisch lange als Fahrer und auch als Zuschauer. Gazelle aus dem Auto heraus. Das ist ja wirklich auch was, wo man Zeit verlieren kann, wenn man da nicht ganz so elegant rein und rauskommt. Aber das ist ja wirklich sehr gut. Jetzt eine Caraway Competition kommt weg. Aber das sieht mir wirklich alles sehr, sehr ruhig aus. Alles wirklich momentan fest im Griff. Auch Hans Reiter kommt da wieder aus der Box heraus und sieht sehr, sehr zuversichtlich aus. Ist natürlich auch die ersten paar Meter. Viele Meter, die Meter, ganz schnell. Ja, sicher. Ich bin jetzt hier dabei, um den Sven zu Hilfe zu stehen. Ich bin ja nicht so direkt im Profi-Motorsport zurückgekommen. Das hier war ich ganz gut. Ich hoffe, dass wir hier auch dieses Jahr ein paar gute Rennen fahren werden. Und ich bin mir sicher, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Fans, die euch beiden in eurer Caraway Competition Corvette die Daumen drücken. Auch am Morgen. Dankeschön für das Gespräch. Danke.
Thank you.